In der Pandemie erreichten Künstler das Publikum nur über digitale Medien. Konzerte, Theaterstücke und vieles mehr wurde gestreamt. Auch das Puppentheater Zwickau tat das. Nun sind wir mitten in der Rückkehr zur Normalität. Da könnte man doch meinen, damit sind derartige Projekte hinfällig. Nein, ganz im Gegenteil. Das Puppentheater baut derzeit ein ganz besonderes Projekt auf. Es erschafft eine irreale Virtualität. Wenn man in einem Theater sitzt, dann ist man dem Geschehen sehr nahe. Es geht aber noch näher und intensiver. 360 Grad Virtual Puppetry. Hier sind sie mittendrin und müssen nicht einmal das Haus verlassen. Das, was wir tatsächlich jetzt damit erzeugen mit diesem neuen Projekt und mit dieser Technik, ist, dass der Zuschauer katapultiert wird mitten ins Geschehen. Das Ganze, die ganze Theaterinszenierung passiert um einen herum, also 360 Grad. Das, was man sieht, ist auch nicht flach, wie im Kino, sind 3D-Sachen. Man hat wirklich das Gefühl, da drinnen zu sein und ein Teil der Geschichte zu sein. Das Fantastische daran ist, dass die physikalischen Gesetze komplett außer Kraft gesetzt werden, also Gravitation gilt nicht mehr. Man kann fliegen, man kann fallen, man kann von allen möglichen Seiten etwas erleben, was man normalerweise nicht erlebt. Wir machen also keine Realität nach, bloß in 3D mit VR-Brille, sondern wir kreieren komplett neue Räume, neue Erlebnisse. Wir haben uns entschlossen, deutsche Balladen zu inszenieren auf diese Art. Es werden drei Balladen sein. Der Erlkönig, der absolute Muss. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Die Goldgräber und Melusine, also eine Ballade aus Sturm- und Drangzeit, eine Ballade aus Romantik und eine moderne Ballade. Und diese drei Balladen werden Step by Step tatsächlich jetzt inszeniert mit dieser Technik. Und dann kann man sich die VR-Brille, die man entweder zu Hause hat, auf die Nase setzen oder sogar deutschlandweit von uns eine Brille schicken lassen. Dann hat man einen Tag zum Ausprobieren und danach muss man die Brille wieder zurückschicken. Also das Erlebnis ist etwas komplett anderes. Also es ist nicht ganz vergleichbar mit dem, was man aus einem Theatersaal kennt. Es ist faszinierend. Wir sind sehr stolz darauf. Und es ist auch nichts für die Kinder. Es ist tatsächlich ab 13 Jahre, weil ab dieser Altersgruppe die Psychologen die VR-Technik empfehlen. Oder früher lieber nicht bei den kleineren Kindern. Und absolut für Erwachsene. In einer Pressekonferenz wurde das Projekt heute Vormittag der Presse vorgestellt. Die Journalisten konnten die VR-Brille vor Ort testen und die Reaktionen nach dem Absetzen der Brille waren annähernd gleich. Und wie war das? Das war absolut faszinierend. Ja? Alles um einen herum, man verfolgt richtig die Szenerie, wirklich überwältigend. Für die technische Umsetzung des anspruchsvollen Projekts holte man sich Partner ins Boot und da musste man gar nicht weit gehen. Es ist die Westsächsische Hochschule Zwickau, also die Unterstützung, die berät uns. Der Herr Professor Dr. Sven Hellbach ist sehr intensiv mit uns in Kontakt, fast jeden zweiten Tag da. Und dann ist es die Chemnitzer Firma Frendex. Manuel Dütschig als Geschäftsführer, als der Kopf der Firma, ist zuständig für die Umsetzung. So hatte am Ende selbst die Zwangsspielpause etwas Gutes, denn in dieser Zeit reifte das Projekt. Das ist unser Corona-Baby. Wir werden wahrscheinlich auf die Idee nicht so schnell kommen, obwohl ich gleichzeitig sagen muss, dank der Vernetzung, die in Corona-Zeit stattfindet und die einmalig ist, das hatten wir vor Corona tatsächlich nicht, die Möglichkeit, sich mit anderen Häusern so intensiv auszutauschen, lernt man viel schnell voneinander und wir sind stark davon überzeugt, dass das nicht nur für Corona-Zeit bleibt. Wir sind stark davon überzeugt, dass unser Repertoire künftig ausgebaut wird und um diese eine Schiene der Virtual Reality Projekte erweitert wird. Das bedeutet, dass wir natürlich auch neue Zuschauer akquirieren, dass die Jugendlichen viel mehr angesprochen werden, auch die, die gerne Computer spielen, in 3D-Kino gehen. Und doch hier bei uns im Puppentheater oder durch die Produktion des Puppentheaters, weil man guckt sich das wirklich zu Hause an oder in der Schule, etwas komplett Neues erleben als im 3D-Kino oder als bei einem Computerspiel. Nun drängt sich jedoch unweigerlich die Frage auf, ist dieses Projekt nicht kontraproduktiv? Hält man so nicht das Publikum von einem Theaterbesuch ab? Glaube ich gar nicht. Weil
Du erlebst dadurch etwas Faszinierendes, wobei deine Sinne anders angesprochen werden. Und ich glaube, die Altersgruppe, die ins Puppentheater geht, sind immer noch überwiegend entweder kleine Kinder oder ihre Eltern und Großeltern. Und dann langsam tasten wir uns an die Jugendlichen ran und an die Erwachsenen in den letzten Jahren. Ich glaube, dass gerade für die Theaterskeptiker, für die, die gar nicht ins Theater gehen, ob das Puppentheater oder Schauspieltheater ist, ist diese Form absolut überwältigend. Und dass die dank dieser VR-Technik gerade erst kennenlernen, was heutzutage dieses zeitgenössische Puppentheater bedeutet, dass es schon lange kein Kasperle ist. Das ist eine der visuellsten Formen, die man heutzutage auf Broadway einsetzt, bei Cirque du Soleil, bei diesen riesigen Produktionen. Das ist immer der attraktivste Part. Von daher ist es für mich eigentlich ein Haken für das Fischlein, was man da so schickt. Mit VR-Brille und dann kommt der Fisch zu uns. Das preisgekrönte Projekt, welches beim Wettbewerb Denkzeit-Event vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, dem Landestourismusverband Sachsen sowie der Organisation Kreatives Sachsen mit 50.000 Euro prämiert wurde, soll eine überregionale Strahlkraft bekommen und für künstlerisch-technische Neuerung stehen. Wie sieht der aktuelle Entwicklungsstand aus? Genau, wir haben die stärkste, intensivste Experimentierungsphase langsam so hinter uns, noch nicht ganz. Entstanden ist so eine Art Teaser, der schon bald auf YouTube oder auf unserer Webseite zu sehen wird. Den kann man sich tatsächlich kostenlos anschauen. Hier bei uns im Puppentheater, wenn es wieder volle Kanne losgeht, wird auch eine Station im Foyer, wo man sich das als Erwachsene wirklich anschauen kann, hier vor Ort. Und die erste Ballade, also der Erlkönig, soll dann im Herbst, im November rauskommen.